jetzt 14:05 Uhr eigentlich, starte ich mit einem Impulsvortrag zu Ökofeminismus. Das ist eine Perspektive auf die ganze Thematik. Das habe ich zusammen mit einer Kollegin der Glennis geschrieben. Ein Artikel dazu mit den detaillierten Literaturhinweisen wird auch bald in den nächsten Tagen veröffentlicht auf unserer Website. Um 14:10 Uhr starten wir planmäßig mit unserem Hauptteil, also dem Gespräch mit unseren Referentinnen. Das ist einmal Friederike oder Fritzi Oberheim von Fridays for Future Bremen, Ime Itwen, Teil des BIPOC Klima- und Umweltgerechtigkeitskollektivs Black Earth und Kai Wagalla, Mitglied der Bremischen Bürgerschaft Bündnis 90 Die Grünen. Hallo erstmal an unsere Referentin. Schön, dass ihr da seid. Genau, 15 Uhr starten wir mit einer Frage- und Diskussionsrunde. Ihr könnt eure Fragen in den Chat schreiben, könnt auch gerne die Hand heben, wie ihr wollt. Genau, und 15:15 Uhr ist dann das geplante Ende. Ja, dann starte ich gleich mal mit einem Zitat in die Veranstaltung. Der menschengemachte Klimawandel teilt die Welt in Privileg und Nichtprivileg, den globalen Norden und den globalen Süden, aber auch in Männer und Frauen. Und damit starten wir in das Thema. Ökofeminismus, dachten wir, wäre vielleicht für den Einstieg ganz interessant. Wir fassen das eben in 5 Minuten zusammen. Es ist aber, finde ich, eine ganz interessante Perspektive. Was bietet der Ökofeminismus eigentlich? Das ist eine Perspektive auf die Verknüpfung von Naturzerstörung und die Unterdrückung von Frauen. Der Ökofeminismus sagt nämlich, das gehört einfach immanent zusammen, das kann man nicht trennen voneinander. Und genau, diese Verknüpfung sieht man eben auch in den Daten. Das war vorher in der Präsentation, wurde es auch schon erwähnt. Hier nochmal, Klimawandel hat ein Geschlecht. Frauen sind stärker von Folgen des Klimawandels betroffen. Sie haben geringeren Fußabdruck, unterrepräsentiert in politischen Gremien, geraten immer wieder ins Kreuzfeuer sozialer Ausschreitungen, die eben durch Folgen von Klimawandel erst entstehen. Also die Liste ist ewig lang. Mehr dazu nochmal in dem Artikel. Genau, Ökofeminismus ist eben klar antikapitalistisch. Im Fokus der Kritik steht eben der Kapitalismus. Ein Zitat von Silvia Federici fand ich ganz spannend dazu. Der Kapitalismus hätte sich nie so durchsetzen können, wenn er nicht sowohl die Natur als auch die Körper der Frauen und der rassistischen anderen ausgebeutet hätte. Also durch den Kapitalismus wurden Frauen immer mehr zu ihrer natürlichen Rolle, den Müttern, reduziert, während es die Aufgabe des Mannes war und leider noch ist, sich die Natur zu unterwerfen, nutzbar zu machen, seinen Verstand zu benutzen und Arbeiten in der Öffentlichkeit auszuführen, zum Beispiel in Politik und Wirtschaft. Naturzerstörung und Unterdrückung von Frauen sind aus der Perspektive eben zwei Seiten der kapitalistischen Medaille, kann man so sagen. Genau, das ist ja sehr abstrakt und ich finde die Perspektive auf das Bruttosozialprodukt eigentlich ein ganz interessantes Beispiel, um zu sehen, wie Ökofeminismus praktisch umgesetzt werden kann. Wirtschaftswachstum gilt ja als Ideal für die ganze Welt und das BSP, Bruttosozialprodukt, gilt als Messfaktor für gutes Leben. Das BSP misst Wirtschaftswachstum, also die Produktion von Gütern und Dienstleistungen. Es misst aber viele Sachen nicht. Es misst nicht Kosten durch Zerstörung der Umwelt. Es reinterpretiert diese Kosten als Gewinne. Und es misst auch nicht Care- und Haus-Reproduktionsarbeit, die vor allem von Frauen verrichtet werden und eben genauso wichtig für die Gesellschaft eigentlich praktisch ist. Genau, also das BSP kann aus dieser Perspektive als kapitalistisches Instrument zur Unterdrückung von Frauen und Natur gesehen werden. Und daraus ergibt sich dann eine spannende Forderung des Ökofeminismus, und zwar neue Indizes zu suchen, also neue Möglichkeiten, um gutes Leben überhaupt messbar zu machen, wenn das überhaupt geht. Ja, genau. Also nochmal irgendwie, um das kurz zusammenzufassen und in den Kontext zu bringen. Die Stärke von Ökofeminismus ist der Fokus auf Frauen und Natur, kann aber auch gleichzeitig als Schwäche gesehen werden, weil so geraten natürlich andere strukturelle Ungleichheiten
bisschen aus dem Fokus. Also wichtig für Klimagerechtigkeit ist natürlich auch Antirassismus, Dekolonialismus, Antiklassismus. Und das wird dann nicht so präsent betrachtet wie zum Beispiel struktureller Sexismus. Also Ökofeminismus ist sehr interessant, ist aber natürlich alleine nicht ausreichend. Ja, genau. Also das war jetzt sehr kurz. Ich hoffe, ihr konntet folgen. Ich habe das versucht, ein bisschen zusammenzufassen. Ich stoppe hiermit die Aufzeichnung. Ich hoffe, ihr könnt es nicht mehr sehen. Genau, und jetzt starten wir eigentlich mit der Diskussion mit unseren drei Referentinnen. Danke für die Aufmerksamkeit. So, Ime, Kai, Fritzi, ihr beschäftigt euch ja auch schon ganz lange mit dem Thema Klimaaktivismus, seid schon lange aktivistisch aktiv. Wie steht ihr eigentlich zu dieser Perspektive von Ökofeminismus? Habt ihr andere Perspektiven, die euch mehr entsprechen? Falls jetzt die Frage ist, wer anfängt, sage ich einfach, Kai, fang doch an. Yes, moin. Das ist ein bisschen fies. Ich hätte gerne die anderen Perspektiven zuerst gehört. Ich fand das gerade ganz spannend, was du erzählt hast. Bei mir ist es eher, ich komme gar nicht aus so einem feministisch-wissenschaftlichen Umfeld. Also ich glaube, so wie ich meinen Aktivismus begreife, ist er einfach sehr intuitiv sozusagen. Mhm. Also ich habe immer irgendwie das Gefühl, so es kommt, es ist, also ich habe so Werte, nach denen ich quasi lebe und versuche, möglichst konsequent zu sein und habe da nicht so den wissenschaftlichen Zugang, glaube ich. Insofern fand ich das ganz spannend, wie du es gerade aufgedröselt hast. Ich habe aber letztens, also das heißt letztens, ist schon ein bisschen länger her, ein Essay geschrieben über Feminismus und Postwachstum, wo ich genau das aufgetan habe so ein bisschen. Und meine These war, dass kapitalistisches Wachstum nur bestehen kann mit dieser Aufteilung der dichotomen Genderrollen und dass Postwachstum eben unbedingt eine inhärent feministische Bewegung sein muss. Mhm. Ja. Also dem liegt ja zugrunde das, was du gerade erzählt hast, so ein bisschen. Voll. Ja, Frage beantwortet, aber das ist so mein Zugang vielleicht so ein bisschen dazu. Und also für mich ist halt immer wichtig, dieser, also ich sehe das halt, und das hast du ja gerade auch schon so ein bisschen angesprochen, diese intersektionale Perspektive, dass es eine total wichtige Perspektive ist, Klimagerechtigkeit und Geschlechtergerechtigkeit zusammenzudenken. Aber gerade die Zitate, die du gebracht hast, zeigen ja auch schon die Nähe zu rechtem und rassistischem Denken, ne? Also die die Rolle der Frau, der Mutter Natur ja auch, wie beides eben unterdrückt wird in diesem männlich dominierten Kapitalismus, der ja unsere der ja nicht nur ein Wirtschaftssystem ist, sondern ein Gesellschaftssystem, in dem wir leben. Mhm. Voll, ja, danke. Ich lasse kurz jemanden eintreten. Ja, Fritzi, machen wir doch mit dir weiter. Wie ist deine Position dazu? Ja, ich glaube, ich würde mich in vielen Teilen Kai da anschließen. Also es fehlt eben diese intersektionelle Perspektive. Es ist eben auch alles immer noch, also ja, eine sehr binäre Perspektive aufs Geschlecht auch. Mhm. Also es ist ja in dem Sinne auch unfindig queer-feministisch, weil ja immer noch von Frauen und Männern ausgegangen wird. Ja, ich glaube, Ökofeminismus hat auf jeden Fall einen sehr wichtigen Beitrag geleistet, um quasi diesen Zusammenhang überhaupt erst anzuerkennen. Aber es reicht eben nicht quasi nur Kapitalismus und das Patriarchat miteinander zu denken, sondern da müssen wir eben auch an Rassismus und Kolonialismus denken und das mit aufarbeiten im Kampf gegen die Klimakrise. Voll, ja. E-Mail, siehst du das ähnlich oder wie stehst du dazu?
Ja, wurde eigentlich schon fast alles gesagt. Also ich denke auch, klar, heutzutage müssen feministische Kämpfe einfach auch queer und intersektional gedacht werden. Und das, also gerade dieser Zusammenhang, der aufgemacht wird zwischen der Unterdrückung von Natur, Unterdrückung von Menschen und sozusagen dieser so konstruierten Nähe von Frauen und von Natur, das ist ja auch eine Nähe, die schon immer auch für rassifizierte Menschen konstruiert wurde. Ne, dass Menschen, gerade indigene Menschen auf verschiedenen kolonialisierten Kontinenten immer auch konstruiert wurden als Teil der Flora und Fauna und zum Teil auch als solches dann gejagt wurden. Oder wenn EuropäerInnen, vor allen Dingen Europäer, damals Männer ja auch, Land gekauft haben oder geschenkt bekommen haben in kolonisierten Teilen der Welt, dann gehörten auch immer die Menschen, genauso wie die Pflanzen und Tiere auf diesem Land, den Menschen, und wurden natürlich, wie wir wissen, ermordet, Genozide, Versklavung, aber auch Jagden, also wirklich Jagden wie auf Füchse oder so, waren durchaus Traditionen in allen möglichen Kolonien. Und diesen Zusammenhang zu vernachlässigen, also auch diese Überschneidung letztendlich, ne, ist finde ich, eine große Fehlstelle in der westlichen ökofeministischen Theorie. Voll, ja. Cool, danke. Genau, um eure, also ihr kommt ja alle aus total unterschiedlichen Kontexten und arbeitet auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Wie seid ihr denn eigentlich zu dem Aktivismus oder der politischen Arbeit gekommen, die euch vielleicht auszeichnet? Und woran arbeitet ihr denn gerade im Moment so? Vielleicht startest du jetzt E-Mail, dann ist es fairer. Dann bist du nicht immer die Letzte. Wie bin ich dazu gekommen? Ich glaube, ja, letztendlich auch viel durch mein Aufwachsen hier als schwarze Frau, durch meinen sehr politischen Vater, durch meine politische Sozialisation, auch in schwarzen Communities in Berlin. Und jetzt, dann eigentlich so in den letzten, ja, keine Ahnung, zwischen 5 und 10 Jahren, so genau habe ich auch nicht mehr gerade den Überblick, habe ich mich halt auch vor allen Dingen sehr stark mit Natur und Umweltschutz, Klimaschutz auseinandergesetzt und das studiert und mich da halt sehr viel mit Klimawandel auch beschäftigt und bin halt sehr stark aufmerksam geworden auf, wie sich halt Rassismus letztendlich auch und koloniale Kontinuitäten in der Klimakrise reproduzieren. Dass das aber einfach auch ein Thema ist, was bis jetzt sehr, sehr wenig Beachtung findet. Und dazu bin ich halt aktiv in Black Earth, wie du schon gesagt hast. Wir arbeiten eigentlich auch vor allen Dingen dazu mit Workshops, Vorträgen, Kampagnenberatung, verschiedenen Veranstaltungen, halt eigentlich einfach genau diese verschiedenen Schnittstellen, um da auch sozusagen Fokus zu setzen und die zu beleuchten. Ja. Wie sieht das bei dir aus, Fritzi? Ich bin Anfang 2019, ist es mittlerweile, Anfang 2019, also schon ein ganzes Stück her gefühlt, mehr aus Versehen fast bei Fridays for Future gelandet, weil ich bei der Demo war, weil eben noch eine volljährige Anmelderin gesucht wurde damals und dann so ein bisschen hängen geblieben, gerade rund um die Proteste zur Kohlekommission, weil das, ich war auch da mehr aus Versehen quasi gleichzeitig in Berlin und dann bei diesem Riesenstreik mit 10.000 Leuten, also ja, damals auf jeden Fall die größte Demo, die ich erlebt habe. Und das hat mich dann voll gecatcht und dann hatte ich Semesterferien und bin da irgendwie so drin verschwunden. Genau, und mache das jetzt seit 1,5 Jahren. Eben vor allem, also ich habe bei ein paar größeren Projekten mitgearbeitet auf Bundesebene, wie zum Beispiel den Sommerkongress in Dortmund letztes Jahr. Mache hier in Bremen viel Öffentlichkeitsarbeit, Vernetzungsarbeit, Kampagnenplanung. Genau, also so alles, was wir machen, bin ich irgendwie gerade ganz viel dabei und jetzt ja auch so langsam oder was jetzt langsam auch ein bisschen mehr parlamentarische Politik, weil wir jetzt als ständige Gäste in der Enquete-Kommission sitzen und auch da so ein bisschen reinschnuppern können und das ist auch auf jeden Fall nochmal ein anderer Zweig, über den Kai, glaube ich, auch nochmal mehr erzählen kann.
was auch gerade erstmal noch so ein bisschen Gewöhnungsphase braucht, sich daran zu gewöhnen, wie anders Dinge eben laufen in so Gremien. Mhm. Ja, und versuche natürlich, also sowohl lokal hier in Bremen als dann eben auch in der deutschlandweiten Vernetzung, sowohl innerhalb der Bewegung als natürlich auch noch draußen intersektionale Themen voranzubringen. Und ja, dass wir eben möglichst viel erreichen mit den Protesten. Super, danke. Und Kai? Da gewöhnt man sich nie dran, Fritzi. Obwohl, das stimmt nicht, so ein bisschen gewöhnt man sich schon dran. Aber es ist schon auch sehr anders. Also ich komme aus dem politischen Aktivismus und bin auch irgendwie so ein bisschen aus Versehen in der Parteienpolitik gelandet. Ist aber alles in Ordnung, im Moment finde ich cool damit. angefangen hat es, also ich habe zwei große Einflussfaktoren eigentlich in meinem frühen Leben gehabt. Das ist meine Mama, die war damals über die Anti-AKW-Bewegung politisiert worden. Und ich war auf meiner ersten Demo mit ihr, auf einer Anti-AKW-Demo natürlich. Und ich war in einer sehr politischen Schulklasse. Und das ist, glaube ich, was mich total geprägt hat. Damals gab es keine Inklusion, beziehungsweise nur in der Grundschule. Wir waren SchülerInnen mit und ohne Behinderung und sollten dann nach der 4. Klasse getrennt werden. Mhm. Und wir haben gesagt, nö, machen wir nicht. Wir wollen weiter zusammen zur Schule gehen. Und dann haben wir irgendwie unsere Zelte an der Schule aufgeschlagen und gestreikt. Und dann haben wir nur noch 5 und 6 geschrieben, weil wir gesagt haben, wenn die nicht bei uns bleiben dürfen, dann gehen wir zu denen auf die, wie sind das damals, hieß es glaube ich noch Sonderschule. Genau, und es hat dieser Kampf hat sich tatsächlich fast 10 Jahre lang hingezogen und wir haben das geschafft. Und seitdem gibt es Inklusion in Bremen. Und das ist einfach was, was uns, glaube ich, als Klasse, wir waren damals die Nashorn-Klasse, so mega geprägt hat. Und ich erzähle das irgendwie mit 2, 3 Sätzen mehr, weil ich glaube, dass das total, dass diese Demokratieerfahrung, die wir gemacht haben, total wichtig war. Also ich weiß, das ist anekdotische Evidenz, aber in unserer Klasse sind alle cool geworden, sage ich immer. Also da ist keiner dabei, keine Person, die AfD wählt oder so. Ne? Also die meckern auch alle über Politik und das kann ich auch verstehen, das mache ich auch. Aber es ist irgendwie so ein also ich glaube, es hat mit uns was gemacht, dass wir gemerkt haben, auf der einen Seite, wir können was verändern und auf der anderen Seite, es geht aber nicht so schnell. Also auch, mhm. auch sehen, wie zäh und langsam die Prozesse sein können. Genau, und ich will es jetzt auch nicht strapazieren. Ich war dann ganz lange im Ausland unterwegs und war da politisch aktiv und auch als politische Aktivistin sozusagen, habe das Vollzeit gemacht. Habe da Occupy mitgegründet, also Occupy Wall Street in London und so und habe damals für WikiLeaks Proteste organisiert, das war zu der Zeit, dass das alles so hochkochte und bei Chelsea Manning war ich noch und genau. Und dann bin ich zurück nach Bremen gekommen, habe politischen Anschluss gesucht und bin bei den Grünen gelandet. Und es ist großartig, also es ist wirklich toll, ich liebe Bremen und es macht wirklich Spaß, politisch auch was verändern zu können. Und das Gefühl habe ich, sonst würde ich das nicht machen. Und die Partei ist halt also ne, aus der Umweltbewegung entstanden und für mich die Partei, die eben am meisten wahrscheinlich noch feministisch arbeitet. Also das sind auch so meine Pfeiler so. Ja, ja. Ja, cool. Genau, ihr habt ja schon ein bisschen von eurer generellen Arbeit erzählt. Ich kenne das von mir, dass ich dann oft in einer Zeit ein Thema habe, woran ich mich jetzt, war das irgendwie Klima und Feminismus, natürlich passend zum Seminar, aber ein Thema habe, woran ich mich gerade dann im Moment total abarbeite. Kennt ihr das auch? Habt ihr das auch zurzeit? Irgendeine Sache, die euch besonders stark beschäftigt? Vielleicht machen wir wieder andersrum, dass du, Kai, jetzt anfängst. Ja, also bei mir ist es immer abhängig davon, welchen Antrag ich gerade schreibe. Also
Ich bin zuständig für Sprecherin für Kulturpolitik, für Queerpolitik und für Strategien gegen Rechtsextremismus. Und das mache ich auch so. Also das ist wirklich, ich weiß gar nicht, ob das nach außen immer so klar ist, aber wenn man so diese Rollen hat, dann macht man auch viel das und viel und wenig anderes sozusagen. Und das ist super. Also das sind halt auch die Themen, die ich mit Leidenschaft verfolge. Und ich weiß jetzt nicht, wie interessant es ist, wenn ich jetzt die letzten 5 Anträge auch zähle, insofern. Okay. Aber das sind so die Bereiche, in denen ich arbeite. Mhm. Ja. Wie sieht es bei dir aus, Ime? Ich beschäftige mich jetzt natürlich gerade, wie viele andere ja auch in der Klimabewegung, der Klimagerechtigkeitsbewegung mit all diesen ganzen Geldern, die jetzt bereitgestellt werden und wohin die so fließen und welche ja auch diesen ganzen vermeintlichen Lösungen für die Klimakrise, die uns präsentiert werden. Aber auch den Klimaplänen, auch den zivilgesellschaftlichen Klimaplänen und wie inwiefern die eigentlich auch letztendlich so diese globale Ungerechtigkeit, Ausbeutung und so weiter fortsetzen. Also zum Beispiel, die Frage beschäftigt mich gerade sehr, ne, 100% erneuerbare Energien, Dekarbonisierung, schön und gut. Aber keiner geht davon aus in Deutschland, dass der Strom hier auch angesichts von Elektrifizierung und so alleinig in Deutschland produziert werden kann. Und dann gibt es sowas wie deutsche Wasserstoffstrategie, die jetzt auch nochmal gerade beworben wird. Und die natürlich krasse Auswirkungen hat wahrscheinlich auf Länder des globalen Südens, weil dann Wasserstoff importiert werden soll. Genau, und das beschäftigt mich gerade sehr, und da zu gucken, wie wir damit umgehen und dagegen angehen. Mhm. Ja. Fritzi? Also bei mir ist gerade vor allem das Thema Kohlegesetz irgendwie immer noch sehr groß, auch wenn es jetzt verabschiedet wurde. Aber das beschäftigt natürlich noch und auch irgendwie die Frage, was wir jetzt noch für einen früheren Kohleausstieg machen können. Auch was für Konsequenzen das hier für die Kohlekraftwerke in Bremen hat. Das ist, soweit ich das wahrgenommen habe, bisher noch relativ unklar. Also insbesondere, es gibt ja die 3 von der SVB, die ja bald raus wollen, oder abgeschaltet werden wollen. Und dann gibt es ja noch dieses 3., von dem niemand so richtig weiß, was sie da tun. Also es jetzt gerade noch verkauft wurde, wo man auch aus der Politik keine richtigen Antworten bekommt. Und da ist es halt jetzt, kann es halt sein, dass sie es quasi ausreizen, um eben die Gelder zu bekommen, die dann vom Staat zur Verfügung gestellt werden für den späten oder zu späten Kohleausstieg. Ansonsten ist es auch jetzt gerade quasi gleichzeitig Thema in der Enquete, Wasserstoff und Wasserstoffstrategien und was da eigentlich überhaupt bis wann möglich sein kann. Also auch gerade so Pilotprojekte, die verschiedenen, wo es dann auch viel wiederum um die Stahlwerke geht. Also dann wieder die lokale Sache quasi, was ist mit den Bremer Stahlwerken, weil wir da eben auf grünen Wasserstoff angewiesen sind, damit die klimaneutral werden können. Genau, und dann, dadurch, dass wir gerade keine Proteste organisieren können so richtig, natürlich auch viel irgendwie interne Bewegungsarbeit auf Bundesebene nochmal, wo gerade viele wichtige Reflexionsprozesse stattfinden. Genau. Ja. Wir haben ja, oder ihr habt ja alle 3 dann auf Blick auf den Ökofeminismus nochmal Intersektionalität angesprochen. Ich weiß gar nicht, wie es bei den Teilnehmerinnen ausschaut, ob da klar ist, worum es sich da genau handelt, beziehungsweise fände es auch super spannend zu sehen, wie ihr das sozusagen in eurer aktiven Arbeit umsetzt und was da Punkte sind, die euch wichtig sind. Ich glaube, Vernetzung zum Beispiel wurde schon angesprochen. Könnt ihr da nochmal was dazu sagen? Gerne du, Fritzi, als Erste. Ich glaube, gerade oder bezogen auf die eigene Bewegung geht es in dem Fall halt viel darum, wir sind sehr weiblich
präsentiert oder repräsentiert in der Öffentlichkeit und haben da quasi eine sehr gute, natürliche Frauenquote in der Bewegung. Gleichzeitig sind wir aber immer noch, also sowohl irgendwie auf unsere Bildungshintergründe als eben auch auf, ja, also wir sind eine sehr weiße Bewegung, irgendwie aus der gehobenen Mittelschicht, größtenteils AbiturientInnen. Und da geht es eben nochmal darum, auch aufzuarbeiten, wieso die Bewegung in der Form entstanden ist, warum das, was wir machen, vielleicht auch immer nur unsere eigene Bubble anspricht und so ja, Leute, die uns eben ähnlich sind und was wir eben tun können, um zum einen erstmal irgendwie solidarischer zu sein und da als Bewegung auch geeinter, zum Beispiel wie bei Black Lives Matter, irgendwie geeinter und schneller reagieren zu können, als eben auch, wie wir quasi irgendwie andere Narrativen verwenden können, wie wir besser mit Aktivistinnen aus aller Welt zusammenarbeiten. Also so, das sind die großen Fragen, weil ich das Gefühl habe, dass eben häufig die intersektionale Perspektive nicht mitgedacht wird, auch innerhalb der Bewegung nicht. Und dann natürlich nochmal die Challenge, das Politikern beizubringen. Und also gerade auch, was ich immer wieder erlebe, ist eben dann irgendwie dieser Punkt, wieso brauchen wir denn einen Systemwandel, warum brauchen wir irgendwie diese gesellschaftliche Transformation? Diese Frage quasi zu erklären und den Leuten zu vermitteln, dass es nicht klappen wird, wenn wir jetzt irgendwie auf technokratische Lösungen zurückgreifen alleine, sondern dass wir tatsächlich eine Wende brauchen in der Wirtschaft und in der Sozialpolitik. Ja, voll. Emil, du hattest ja auch schon einiges dazu gesagt. Erzähl uns gerne noch mehr darüber. Ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, was die Frage war, aber... Zu Intersektionalität, wie das sozusagen sich in deiner Arbeit widerspiegelt und was dir da besonders wichtig ist. Das ist natürlich das Kernstück unserer Arbeit auch als Kollektiv. Also das ist uns auch immer, am Ende unserer zentralen Forderung letztendlich, die ganzen Themen, ne, Klimagerechtigkeit, Umweltgerechtigkeit, aber auch alle anderen Themen, also intersektional zu denken. Ja, Und bei uns stehen natürlich einfach auch so die Kernunterdrückungssysteme oder Unterdrückungsdimensionen im Fokus, also Race, Class und Gender. Und wir sind zum Beispiel auch werden immer ein mehrheitlich nicht cis-männliches Kollektiv sein. Das haben wir auch in unserer Satzung sozusagen, das ist einer unserer Grundsätze. Und ist einfach auch Herzstück unserer politischen Arbeit, sowohl nach außen als auch innerhalb des Kollektivs. Cool, ja. Kai, wie sieht das bei dir aus in der Politik? Also ich habe leider nicht den Luxus, ich fange mal anders an. Ich glaube, dass das wurde ja von Fritzi auch schon angedeutet, dass es auf jeden Fall in der Parteienpolitik und in so einem Parlament, das ist kein queer-feministisches Kollektiv, mit dem ich da sitze. So. Also da stoße ich schon auf Widerstand, aber das ist ja auch Sinn der Sache sozusagen, also dass man da die Wände ein bisschen einreißt und die Grenzen verschiebt. Und auch in der eigenen Partei, also ich weiß jetzt gar nicht, wer so alles zuhört, es sind wahrscheinlich viele Menschen aus Bremen dabei. Also ich glaube, dass es wichtig ist, also ich meine, das erzähle ich euch jetzt nichts Neues, seine eigenen Privilegien und auch die eigenen Rassismen anzuerkennen. Das ist aber nicht selbstverständlich in Parteien sozusagen. Also das ist schon ein hartes Stück Arbeit und da hatten wir gerade dieses Jahr auch echt dran zu knabbern, so, also strukturellen Rassismus in den eigenen Reihen anzuerkennen und daran zu arbeiten. So, also das ist schon was mich im letzten halben Jahr
sehr beschäftigt hat, weil wir hier in Bremen eine geflüchteten Unterkunft hatten mit einem großen Corona-Ausbruch und im Zuge dessen war das ein starkes Thema bei uns. Genau, also das ist so als was mich im letzten halben Jahr zu dem Thema sehr beschäftigt hat. Ja, danke. Wir waren ja auch alle drei, glaube ich, bei einer Online-Veranstaltung zum Thema Feindbild Klimaaktivistin. Ich habe das ja selber noch nie, also ich glaube jetzt, ich bin keine Klimaaktivistin so im Hauptgesichtspunkt, ja, aber trotzdem habe ich oft mitgekriegt, dass weibliche Klimaaktivistinnen da oft mit sehr starken Reaktionen zu kämpfen haben, misogyne Kommentare und auf jeden Fall Anfeindungen in aller Art und Weise. Ja, wie seht ihr, habt ihr das auch selber erfahren, könnt ihr das auf strukturelle Gesichtspunkte zurückgreifen oder irgendwie nochmal erklären, warum das vielleicht so sein könnte? Kai, gern du als Erste. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe das nicht richtig verstanden, wie du das. Also es geht darum, so warum ist dieses Feindbild Klimaaktivistin entstanden? Ich glaube, Fritzi hat ja auch schon erzählt, dass Fridays for Future ist sehr weiblich geprägt. Trotzdem sind Frauen dann in der Klimabewegung oft mit irgendwelchen sexistischen Kommentaren irgendwie werden konfrontiert. Oft über soziale Medien oder werden auf ihr Äußeres reduziert. Genau. Ja, ja genau. Ja. Also das ist auch meine Erfahrung, ne? Und das sind immer die Ansatzpunkte sozusagen. Also ja. Da kommt auf jeden Fall eine Menge Hate. Also und das ist immer auf, also in meinem Fall zumindest, ist es immer auf mein Aussehen und mein Frausein bezogen. So, nie auf Inhalte und so. Also wenn es jetzt um so Hasskommentare oder Shitstorms auf sozialen Medien geht und innerhalb der Politik ist es viel subtiler. Also ja. Wenn dir dann, da kommen dann von älteren männlichen Herren Kommentare wie, ja, wenn man sich in dem und dem Thema auskennen würde, dann. Mhm. So. Und dann ist es, glaube ich, einfach wichtig, dagegen zu halten. Also ich sage dann auch explizit irgendwie, ja, ich habe das studiert, ich muss mir hier nicht von euch alten, weißen Männern irgendwie das jetzt sagen zu lassen. Und dann geht es ja noch weiter, dann steht dieser Kommentar von mir beim nächsten Mal nicht im Protokoll. So, und dann melde ich mich wieder und sage, nee, ich möchte bitte, dass das im Protokoll steht. So, mhm. Ne? Also solche Sachen. Oder gerade erst gestern im Parlament ist ein Abgeordneter, ein Prototyp, alter weißer Mann sozusagen, stand dann da am Redepult und meinte dann, ja, ich nehme jetzt eine Minute länger raus und rede noch ein bisschen mehr. Und da hat keiner was gesagt und er redete. Und dann war ich vorne und meinte so, ja, ich sehe das nicht ein, dass ich die Männer in diesem Raum jetzt hier Redezeit rausnehme, dann mache ich das auch. Mhm. Und dann war auf einmal großes Gemurmel und ja, und darf man das denn überhaupt und so, ne? Also das wird dann natürlich sofort wieder in Frage gestellt, ja, aber bei den alten weißen Männern nicht. Und ich glaube, das muss man einfach immer wieder machen. Also man muss das einfach immer wieder herausfordern, um das auch zu ändern. Ja, ja, ja. Voll. Wie siehst du das, Fritzi? Ja, also einmal das, was Kai gerade schon angesprochen hat, also dass eben Frauen in der Politik irgendwie immer wieder ihre Kompetenzen aberkannt werden. Also ich hatte auch schon mehrere, also ja, sehr skurrile Situationen, wo mir dann eben männliche Politiker irgendwie erklärt haben, was eine Opposition ist oder so. Dann dachte ich, ja, danke, ich hatte halt auch Politik in der Schule so. Oder also ne, irgendwie, ja, sehr komische Dinger und natürlich auch, was Klimapolitik angeht. Also, dass ich mich irgendwie mit
erneuerbaren Energien auskenne. Oder gerade was Verkehrswende angeht, da haben wir so ein neunseitiges Konzept für die autofreie Stadt Bremen, was so ungefähr den Arbeitsaufwand von der Bachelorarbeit hatte. Und ich glaube, ich weiß sehr, sehr viel über die Verkehrswende und was es für Möglichkeiten in Bremen gibt. Aber das möchte von Politikern dann auch eigentlich nicht akzeptiert werden, dass ich da vielleicht auch ein bisschen mehr Ahnung habe als sie. Nur weil sie halt irgendwie gehört haben, dass die Handelskammer es nicht so cool fände, wenn zwei Straßen in der Bremer Innenstadt autofrei werden. So, also dieses, ne, dass Frauen irgendwie nicht vertraut wird, was für Kompetenzen sie haben oder dass sie eben wissen, was sie tun. Und dann auch, dass es eben meistens Männer sind, von denen so technokratische Lösungen zurückkommen. Also auch dieses ganze Geoengineering irgendwie, wir spannen jetzt eine Segel um die Erde und dann haben wir den Klimawandel gelöst. Und also so ganz skurrile Geschichten. Statt dass man einfach vielleicht mal Kohlekraftwerke ausschaltet und die nicht bis 2038 laufen lässt. Also diese, ja, auch wieder diese Ablehnung von dem gesellschaftlichen Wandel, weil das ja auch für die meisten heißen würde, eben ihre Privilegien aufzugeben oder abzugeben, zu teilen. Ja, das ist, glaube ich, immer so ein ganz großer Punkt. Und dann natürlich irgendwie eine junge Frau zu sein, die sich herausnimmt, Männern irgendwas zu sagen, das triggert natürlich. Also wir fordern nicht nur irgendwie plötzlich eine bessere Politik ein, sondern wir sind halt auch das, oder stehen für das, was ihnen sonst noch nie was sagen durfte, quasi. Und das verunsichert, glaube ich, und macht Angst, dass sich da jetzt plötzlich was ändern könnte und dass sie plötzlich eben nicht mehr in der Vormachtstellung sind. Und dadurch kommen diese ganzen ablehnenden Reaktionen und auch größtenteils halt eine komplette Überreaktion. Und ja, die Politiker, die einem das dann ins Gesicht sagen, sind halt nochmal das eine, aber die sich so im anonymen Internet dann hinter irgendwelchen schönen Deutschlandfahnen als Facebook-Profilfoto verstecken können, haben dann immer noch mal ein bisschen weniger Skrupel, alles rauszuhauen. So. Und ja. Voll, ja. Ja, in der Politik sind es halt vor allem weiße, alte Männer. Ne? Und wenn man das nicht ist und sich das rausnimmt, dann ist schon irgendwie die Reaktion krass. Wie siehst du das, Ime? Ja, ich denke auch, da kommt einiges zusammen. Also als schwarze Frau mache ich auch mal wieder die Erfahrung, dass gerade weiße Männer ja auch oftmals oder das Privileg kennen, dass ihre eigenen Ideen, Gedanken, Einstellungen, Meinungen sozusagen als objektiv und rational und irgendwie angeblich so neutral erstmal so im Raum stehen. Und alle anderen erstmal so partikulare Interessen sind und am besten, also so eine Identitätspolitik oder so. Wobei das ja auch genau auch Identitätspolitik ist. Also technokratische Lösungen zu fordern, irgendwie Segel um die Welt zu spannen oder das Meer zu überdüngen oder mit weißem Schaum zu besprühen, das kommt ja auch aus einer sehr partikularen Weltsicht. So. Aber die hat es halt geschafft, sich in den letzten 400, 500 Jahren zu etablieren als die, ja, sozusagen hegemoniale, normale, gesetzte Weltsicht. Und das ist halt einfach immer schon eine Herausforderung, überhaupt erst diese Normen zu verschieben oder überhaupt erst diesen Platz zu machen für die eigene Position. Mhm, ja, ich habe letztens ein Essay gelesen, wo es auch eben um dieses Feindbild Klimaaktivistin ging und das auch so ein bisschen ausgelegt wurde, dass diese krassen Reaktionen, mit denen Klimaaktivistinnen konfrontiert sind, auch irgendwie aus so einer Position von Angst von sozusagen alten weißen Männern kommen, die sich dann auf einmal bedroht fühlen in ihrer Weltsicht und das so auch als ja, Gewinn für die Klimabewegung praktisch gelesen werden könnte. Würdet ihr euch da anschließen oder ist das zu optimistisch gedacht? Ime, sagt ihr gern was dazu? Ich weiß nicht, also es klingt schon etwas sehr optimistisch gedacht, aber ich meine, Optimismus ist ja auch gut und wichtig. Ich glaube, auch Realismus ist gut und wichtig. Und kann auch genauso viel Hoffnung machen. Die Realität ist, dass
Menschen schon, also gerade Frauen, gerade Menschen of Color, indigene Menschen, schwarze Menschen, Menschen, die Diskriminierung erfahren, entlang welcher Dimension auch immer, schon immer kämpfen. Und dass das einfach, das sind einfach auch zum Teil, also ich meine jetzt gerade, wenn wir ans Patriarchat denken oder an so weiße Dominanz, dann sind das einfach Systeme, die schon sehr lange wirkmächtig sind. Und da braucht es auf jeden Fall Kämpfe und Solidarität, um dagegen anzugehen. Was nicht heißt, dass sich das nicht irgendwann mal verändern wird. Also auch das war ja nicht immer gegeben. So, ne? Aber, Voll. Voll, danke. Fritzi, wie siehst du das? Also ich glaube, natürlich ist Verunsicherung oder auch so eine gewisse Panik um die eigene Vorherrschaft schon mal ein ganz gutes Zeichen. Also dass es irgendwo ankommt und dass sie da halt auch, also dass es nicht mehr einfach ignoriert werden kann und wir nicht mehr irgendwie in die Ecke gestellt werden können, sondern dass es eben da ist und bemerkbar und dass man irgendwie darauf reagieren muss oder Männer irgendwie darauf reagieren müssen. Aber ansonsten, genau, wie Emil gerade schon gesagt hat, braucht es halt weiterhin Kämpfe gegen das Patriarchat und gegen alle anderen Strukturen und Systeme, die zu Ungerechtigkeit und Ausbeutung beitragen. Und die müssen wir weiterführen, auch wenn es sehr anstrengend ist. Cool. Ja. Kai, wie siehst du das? Ja, die beiden haben das schon so schön gesagt. Ja, also ich bin grundsätzlich Optimistin und schon alleine das, ne? Wir sitzen hier und sind irgendwie coole Frauen und schmieden Pläne und machen coolen Shit. So, das ist cool, das gibt mir Hoffnung und ich habe irgendwie auch so einen unerschütterlichen Glauben an die Menschheit und bin da sehr optimistisch. Aber ich finde, das ist total wichtig, was Emil gesagt hat, dieses, dass Menschen ja schon immer gekämpft haben. Also ja. Diese Kämpfe sind ja nicht neu, sondern vor uns kamen viele Leute, die antirassistische, feministische, emanzipatorische Kämpfe gekämpft haben. Und da sollten wir zum einen uns dessen bewusst sein. Und ich bin da auch sehr dankbar für und gleichzeitig erwächst, glaube ich, daraus eine Verantwortung, das weiterzumachen und weiterzukämpfen. Ja. Und vor allem sich nicht, es kommt ja häufig, gerade auch in diesem, im Bereich Gendergerechtigkeit, immer dieses, naja, wann seid ihr denn endlich mal zufrieden so? Oder seid doch zufrieden damit. Und es ist so ein, nee, nein. Also wir sind nicht zufrieden mit kleinen Schritten so. Ne? Also ich glaube, das ist, glaube ich, das, was auch so ein bisschen schwer ist, sich zu bewahren. So einerseits die Hoffnung und den Optimismus und den Kampfgeist und gleichzeitig das nicht zufrieden sein mit dem Stand. Auch wenn er besser ist als vielleicht vor 10 Jahren. Cool. Ja, ich höre auch voll oft, wenn es um Feminismus geht, irgendwie dieses, ja, das ist schon schlimm, aber wir haben ja schon so viel geschafft. So. Und ich finde, also klar, man sollte nicht die Kämpfe vergessen, die gewonnen wurden, weil es gibt auf jeden Fall ganz viel, was auch gut gelaufen ist, aber trotzdem ist es so eine Befriedung, die halt irgendwie gar nicht weiterbringt. So. Also kann man sich dann einen Tee trinken und zurücklehnen, das hilft auch niemandem weiter. Genau, du hattest es ja schon irgendwie angesprochen mit irgendwie Kampfgeist, nicht aufgeben und schauen, was vor einem war. Was ich interessant fände, ist, was gibt es für Sachen, die euch sozusagen Kraft schöpfen oder woraus ihr Kraft schöpft? Sind es Aktionen, die in der Vergangenheit gut gelaufen sind oder irgendwelche Vorbilder in der Vergangenheit? Kai, starte gerne. Das sind ganz viele unterschiedliche Sachen. Also es sind sehr persönliche Sachen, wie meine Mama, die, ne, wie schon gesagt, die musste andere Kämpfe kämpfen, die durfte kein Abitur machen und sie hätte gerne Biologie studiert. So, ne? Und
und hat sich trotzdem durchgebissen und war aktiv und politisch und eine starke Frau. Und das finde ich bewundernswert und toll. Und dann sind es, glaube ich, so ganz viele Begegnungen, die man hat. Also, und es hört sich jetzt total belanglos an, aber auch total viele Leute, die ich im Netz treffe und mir da total viel raussauge von irgendwelchen Twitter-Accounts und so. Also ich glaube, dass es einfach total viele spannende Leute auf der Welt gibt, die so viele tolle Sachen machen. Und da ziehe ich total viel raus. Und gleichzeitig ist es, glaube ich, total wichtig, das auch weiterzugeben. Also für mich ist es zum Beispiel so, ich komme nicht aus der Parteienpolitik, das ist für mich keine Karriere. Wenn ich damit irgendwie nach der Legislatur in 3 Jahren aufhöre, dann will ich, dass da coole Leute nachkommen. So. Also muss ich die jetzt aufbauen. Das ist irgendwie meine Verantwortung, dass da coole Leute nach mir kommen und dass ich auf dem aufbaue, was vor mir kam. So. Voll, ja. Danke. Fritzi, wie siehst du das? Ja, ich würde mich anschließen, dass ich auch meine Eltern irgendwie als sehr inspirierend wahrnehme. Meine Mama, weil sie einfach eine ziemlich krasse Powerfrau ist. Und mein Papa, weil ich sehe, dass das geht und dass auch Männer noch lernen können. Weil ich da eben merke, gerade so im letzten Jahr, und da würde ich mir meine Schwester jetzt schon die Credits für geben, dass da eben nochmal ganz, ganz viele Denkprozesse angestoßen werden. Mein Papa gendert mit Sternchen in WhatsApp-Nachrichten und sowas. Also wir haben da sehr viel hinbekommen. Genau, und ja, dann irgendwie die Bewegung, die es schon gab und all das, was irgendwie erreicht wurde, also gerade auch in der queerfeministischen Bewegung, die Erfolge, die es gab, die müssen auch irgendwie gefeiert werden, auch wenn sie noch lange nicht reichen. Aber die tollen Aktivistinnen, die uns quasi dahin gebracht haben. Und dann so in der Bewegung vor allem die Jüngsten quasi. Oder auch wenn ich in Schulen gehe und Vorträge halte. Die Art und Weise, wie ziemlich junge Kids einfach denken. Also so 6. Klassen, wo man dann irgendwie über Klimagerechtigkeit spricht und dann zu so Lösungen kommt wie internationale Umverteilung oder so in einem auf einer anderen Sprache, aber das finde ich immer wieder sehr inspirierend, wie einfach und eindeutig doch eigentlich für Kids ist, die eben noch nicht durch den ganzen politischen Alltag verbraucht wurden, zu sehen, was braucht und was es nötig ist. Und das gibt mir immer sehr viel Hoffnung, dass die sich das hoffentlich ganz, ganz lange beibehalten und dann damit ganz viel bewirken können in den nächsten Jahren. Voll. Ja, Emil, du bist ja auch auf ganz vielen Ebenen im Kampf gegen oder um Klimagerechtigkeit. Wie schöpfst du denn die Kraft dafür? Ja, wie wir alle anscheinend. Es scheint irgendwie auch so grundsätzlich etwas zu sein, was uns ausmacht als Menschen, aus Unterhaltung, aus inspirierenden Begegnungen, aus Überlieferungen von Menschen, die diese Kämpfe in der Vergangenheit geführt haben, aber auch eben halt gerade auch mit Blick so in die Zukunft. Und ich war zum Beispiel auch mal bei so einem Treffen, Orga-Treffen von Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die ein queer-feministisches, intersektionales Festival in der Nähe von Berlin organisiert haben und eben halt auch gegendert haben, auch mit einer Pronomenrunde angefangen haben und Positionierung und so weiter. Und da saß ich und dachte so, wow, okay, ja. Also ich bin einfach mal gespannt auch auf die Leute, so die Generationen, die jetzt nach uns kommen und habe einfach auch wahnsinnig viel Hoffnung, dass das eben halt auch davon, von dem, was wir zum Teil vielleicht auch so erkämpft haben, kollektiv auch viel mitgenommen wird und vielleicht auch wieder viel verworfen wird, aber auf jeden Fall weiterentwickelt wird. Und da sehe ich auf jeden Fall gerade auch wahnsinnig viel Bewegung. Voll, cool. Ja, vielen Dank auf jeden Fall. Das war der Abschluss von meinen Fragen. Wir sind ein bisschen früher fertig. Aber vielen Dank, es war total spannend, aus eurer aktuellen Lage und eurer allgemeinen Perspektive auf das Thema Klima und Feminismus mehr zu erfahren. Vielen Dank nochmal. Genau, und dann
würde ich einfach mal in die Fragerunde starten und die sozusagen 5 Minuten vorziehen. Ich gucke mal in den Chat rein. Bis jetzt habe ich noch keine Frage entdeckt. Schreibt die gerne in den Chat rein oder ihr könnt auch eure Hand heben. Da gibt es auf Zoom so eine Funktion. Dann könnt ihr persönlich sprechen, wie euch das lieber ist. Ich warte jetzt einfach mal ein paar Minuten. Wir haben ja Zeit. Aber auf jeden Fall vielen Dank für die interessanten Literaturvorschläge und Meinungen. Ich kann mich leider nicht melden, weil ich Co-Host bin. Deswegen quatsche ich jetzt einfach rein. Ein riesengroßes Danke an euch. Es war wirklich, also als es gerade darum ging, was euch Kraft gibt und inspiriert und ihr so erzählt habt, habe ich gemerkt, das gibt mir total viel Kraft und Inspiration. Also es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, euch zuzuhören und euch zu erleben. Und ich hatte sehr oft den Impuls, auf diesen Klatschen-Button zu drücken, wenn manche Sachen gesagt haben, die mir auch entweder schon so durch den Kopf gegangen sind oder die ich gehört habe und dachte, ja, das passt. Also sehr, sehr schön, dass ihr heute hier seid. Danke. Mia, soll ich einfach weitergeben? Ich habe das gleiche Problem. Mich würde total interessieren, also es kam im Chat jetzt von ein paar Leuten schon Literaturempfehlungen, die irgendwelche Ideen hatten. Mich würde halt total interessieren, ob ihr noch Literaturempfehlungen habt oder irgendwelche Bücher habt oder generell Texte habt, die euch vielleicht super inspiriert haben, also in letzter Zeit oder generell in eurem Leben. Ich fange einfach mal an. Ich kann nicht sehr gerne nochmal nachgucken, wüsste ich jetzt nicht auswendig, aber ich kann euch ein kleines Experiment erzählen, was ich mache seit 2,5 Jahren ungefähr schon. Und zwar, wir konsumieren ja eben nach dem, was du gerade gefragt hast, Bücher und Serien und Filme und so weiter. Und ich habe mir vor 2,5 Jahren gedacht, ich habe überhaupt keinen Bock mehr auf diese ganzen Männerhelden und schaue seit 2,5 Jahren nur noch Serien mit weiblichen oder queeren HauptdarstellerInnen und lese nur noch Bücher von Frauen und queeren Menschen und alles. Und es ist das Geilste auf der Welt. Ich kann es nur empfehlen. Macht es. Das ist mega gut. Das ist einfach nochmal eine andere Weltsicht und es empowert und es ist, man unterstützt diese Menschen und es ist großartig. Also dicke, dicke Empfehlung macht es. Ja, wie sieht es bei dir aus, Fritzi, zum Beispiel? Ich habe jetzt mal kurz unauffällig ins Bücherregal gucken. Ich glaube, also was mich unglaublich inspiriert hat, war alles, was Judith Butler geschrieben hat und alles, was Laurie Penny so geschrieben haben. Das ist eine ganz, ganz große Empfehlung. Und sonst, ich habe, den empfehle ich ganz, ganz oft. Das ist
ein Text, der beim Gunnar-Werner-Institut, meine ich, erschienen ist, ein paar unfertige Gedanken über Frauen und Militanz heißt er, glaube ich. Ich vergesse immer, wie die Autorin heißt. Und den fand ich unglaublich inspirierend, weil es darum geht, wann Frauen quasi auf die Straße gehen und politisch aktiv werden. Und genau, das ist eine ganz, ganz große Empfehlung. Und sonst, glaube ich, so ein bisschen die Klassiker. Also alles, was beim Unrast Verlag erscheint, kann man meistens ganz gut lesen. Cool, danke. Ich denke da gerade vor allen Dingen an Audre Lorde. An das Buch Your Silence Will Not Protect You. Passt auch wunderbar in unser Gespräch heute zur Intersektionalität und auch dazu, ja, sich trotz aller Widrigkeiten immer wieder zu ermutigen, die Stimme zu erheben. So, weil sonst verlassen wir quasi einfach das Feld den anderen. Und es ist eine wunderbare Schriftstellerin, Autorin, Poetin. Ja, und ihre Texte sind einfach wahnsinnig berührend und haben mich sehr geprägt. Und jetzt muss ich aber auch leider, ich muss leider gehen, wie ich ja schon gesagt habe, um 3. Ja. Da würde ich mich jetzt an dieser Stelle aber mit dieser wunderschönen Empfehlung ausklinken. Danke nochmal, dass du da warst. Schön. Ja, ich danke euch für die Einladung. Danke im Namen von Students for Future. Es war sehr, sehr schön, dass du da warst. Danke für die Buchempfehlung oder die Autorenempfehlung. Ja, sehr gerne. Ciao, ciao. Danke auch von den Frauenseiten. Wir freuen uns sehr darüber. Sehr gerne. Ciao, ciao. Genau, ich habe hier noch eine Frage aus dem Plenum entdeckt im Chat. Und zwar fragt Feli, inwieweit ist Klimaaktivismus Feminismus und inwiefern ist Feminismus Klimaaktivismus? Ich weiß nicht, vielleicht wollt ihr beide dazu sagen, vielleicht nur eine. Genau, sagt gerne was dazu, wenn ihr mögt. Ich würde einfach mal anfangen. ja, also das, was ja Pia am Anfang, oder nee, ich glaube, das war Nia, die am Anfang ja kurz quasi über die Verbindung geredet hat. Genau, es ist halt so, dass quasi die Klimaungerechtigkeit, also FFF kämpft ja für Klimagerechtigkeit, und dass zur Klimaungerechtigkeit eben auch immer die Gender Dimension dazugehört oder da reinspielt. Genau, und deswegen bedeutet für Klimagerechtigkeit zu kämpfen eben auch immer für Geschlechtergerechtigkeit zu kämpfen. Wer da Lust hat, was auch noch ja sehr inspirierend oder auf jeden Fall eine unglaublich gute Quelle ist, ist GenderCC. Das sind eben Leute oder ist ein Kollektiv, das feministischen Klimaaktivismus betreibt und da vor allem sehr viele Forschungen und Daten zu raushaut. Die haben auch die goldenen Regeln der feministischen Klimapolitik, was ja sehr spannend ist. Genau, und dann, was ich auch schon ganz oft gesagt habe, es ist ja irgendwie so, dass unsere Bewegung eben nicht nur dafür kämpft, dass wir irgendwie 2050 noch leben können, sondern dass wir auch tatsächlich irgendwie ein gutes Leben haben 2050. Und dazu zählt eben für mehr als die Hälfte der Bevölkerung auf jeden Fall immer Feminismus dazu, weil es ein Patriarchat halt keinen Spaß macht. Ja. Siehst du das ähnlich, Kai? Und Spaß ist essentiell. Das ist eine super Begründung. Fritzi hat das schon so schön gesagt und im Grunde ist das ja auch eine Frage, über die wir die letzte Stunde geredet haben, inwieweit Klimaaktivismus und Feminismus zusammenhängen. Ich glaube, da haben wir schon ganz viel drüber gesagt, dass es kein technisches Problem ist, sondern ein gesellschaftliches, die Klimakatastrophe, und dass sie eben herbeigeführt wurde von dem wachstumsorientierten Kapitalismus, der eben männerdominiert ist. So, also
Genau. Und dass es eben nicht darum geht, einfach irgendwie Männer durch Frauen zu ersetzen, sondern ein anderes System zu erkämpfen. Ja. Danke. Ich habe gerade gesehen, vorhin im Chat habe ich anscheinend eine Frage übersehen, und zwar finde eine Hörerin oder ein Hörer, ist auf jeden Fall sehr spannend von dir, Kai, zu hören, was du gerade für Anträge für Bremen stellst. Kannst du uns da was erzählen dazu? Oh, jetzt höre ich sie gerade nicht. Ich noch stumm geschaltet. Genau. Oh, Entschuldigung. Ja, genau. Also, oh, ich hoffe, ich kriege das zu. Also, alles kriege ich nicht zusammen. Aber ich glaube, die Frage kam vorhin auf, als es darum ging, inwieweit denn uns so diese Klimabewegung oder an was wir aktuell arbeiten und inwiefern das Klima bewegt ist und so. Und da kann man vielleicht einfach damit anfangen, dass es es ist eigentlich total so, dass die unter anderem Fridays for Future und die Klimabewegung, die ja auch sehr so ein Hoch hat und hatte in den letzten 1,5-2 Jahren, total auch die Parteienpolitik geprägt hat. Also wir hatten ja in der Zeit auch eine Landtagswahl im Mai 2019 und haben eben danach dann den Koalitionsvertrag verhandelt. Und es ist schon so gewesen, dass dieser gesellschaftliche Druck wahnsinnig da geholfen hat, dass wir eine bessere Klimapolitik in den Koalitionsvertrag verhandeln konnten und jetzt durchsetzen können. So, also ich glaube, das ist nochmal ganz wichtig, dass die Bedeutung und die Wichtigkeit von zivilgesellschaftlichem Aktivismus, weil Politik ja am Ende nur reagiert sozusagen. Ne? Also ja. Man kann ja als Politik nicht, oder sollte es zumindest nicht, gegen die Gesellschaft agieren. Und das prägt schon diese Legislatur, würde ich sagen, jetzt seit 1,5 Jahren ungefähr. Mit auch der Klima-Enquete und so, ne? Also und KlimamanagerInnen, wo wir jetzt Posten geschaffen haben, und ein eigenes Budget für Klimaschutz, was es noch nie zuvor gab und sowas. Und ja. Ich persönlich, und das meinte ich mit, ich weiß gar nicht, inwiefern das für alle jetzt so spannend ist, aber wir haben halt ja auch jetzt gerade den Haushalt verabschiedet, da habe ich ganz viel in Kultur gemacht und da haben wir zum Beispiel zum ersten Mal 2 Fördertöpfe gemacht, einen für Frauenkulturprojekte und einen für queere Kulturprojekte, gab es auch noch nie zuvor. Dann habe ich gerade einen Antrag geschrieben und eingereicht und endlich geeint für einen Gedenk- und Mahnort für Laia Alama Condé, der damals durch rassistische Polizeigewalt ums Leben gekommen ist. Dann ging es bei uns auch vor dem Hintergrund der des rechten Terrors in Halle und Hanau um Antifeminismus von rechts. Da hatten wir eine Debatte im Parlament drüber. Ja, so. Also das sind jetzt, glaube ich, die hier ganz gut reinpassen. Da sind auch ganz viele andere, aber das so als Beispiel, wie das auch das Thema von heute sozusagen betrifft. Mhm. Cool, danke. Genau, Antifeminismus ist ein ganz gutes Stichwort, was zur nächsten Frage passt. Und zwar fragt Irene, seht ihr einen Unterschied bei antifeministischen Anfeindungen gegen euch in den Generationen? Also sind alte weiße Männer schlimmer als junge? Einmal glaube ich, ist es ja so, dass
alter weißer Mann vor allem Mindset bezeichnet und nicht so sehr eine demografische Gruppe. Also es gibt auch junge alte weiße Männer. Aber ich finde es grundsätzlich, ich glaube, ich finde es bei jungen Männern meistens noch frustrierender, weil ich mir da denke, okay, du musst doch eigentlich irgendwie was Ähnliches in deiner Jugend mitgenommen haben wie ich. So. Wir sind auch noch so ungefähr eine Generation. Und also ja, es ist irgendwie nerviger und frustrierender, weil ich mir da immer denke, ihr müsst das doch eigentlich besser wissen. Ihr habt das doch alles mitbekommen. Ja. Ihr seid mit im Internet gewesen, wo ja sehr, sehr viel Feminismus aktuell stattfindet. Und wie ist das an euch vorbeigegangen? Genau, das finde ich immer ein bisschen nerviger bei alten weißen Männern, also bei alten weißen Männern. Ja. Ist also ergibt man sich dem halt so und manche kann man dann doch noch ein bisschen retten, aber eben leider nicht alle. Ja. Also ich kann dem zustimmen, das alter weißer Mann ist ja eher ein Konzept, als ist auf ein Alter bezogen. Wenn ich junge, konservative, reaktionäre Menschen sehe, dann denke ich auch immer so, why? Ihr seid so jung, warum seid ihr jetzt schon so konservativ? es gibt ein, und ich weiß leider nicht mehr, wo ich das her habe, das tut mir ein bisschen leid. Es gibt ein Zitat von Jens Spahn. Oh Gott, Entschuldigung. Aber der mal gesagt hat anscheinend, konservativ sein ist wie progressiv sein, nur langsamer. Das finde ich, also es ist natürlich auch ein bisschen traurig, aber solange das so ist, ist es ja noch okay, aber das Problem ist halt, wenn es dann ins nationalistische, völkische Rechte abdriftet, ins undemokratische und antidemokratische. Und da ist, glaube ich, auch so ein bisschen der Unterschied. Also ich habe das bei alten weißen Männern, wie Fritzi so schön gesagt hat, ist es wirklich einfach dieses nicht mit der Zeit gegangene, also ich will es überhaupt nicht schmälern oder so, es ist genauso scheiße und schlimm und kann auch wahnsinnig schrecklich und dramatisch sein. Aber ich habe das Gefühl, dass, also zumindest in meiner Erfahrung sind es bei jungen, alten weißen Männern ist es schnell in diesem richtig krass antifeministisch rechten Milieu. So. Also gerade im Internet sind das ja auch nicht Leute, die dich kennen oder so und auch nicht mal welche aus Bremen. Die werden irgendwie auf dich gehetzt in diversen Internet-Facebook-Gruppen und Internetforen. Und ja. Das ist, ich glaube schon, dass sich das unterscheidet. Ich möchte das nicht werten, was davon schlimmer ist. Okay, danke. Dann sehe ich hier noch eine Frage. Anne Kirkmann fragt, oder sagt, Zitat, Anfang, ich rede oft mit einer anderen Generation, also bin 47, was könnt ihr mir empfehlen? Wie kann ich sie überzeugen? Also zum Beispiel, dass Gendersprache gut sein kann. Habt ihr da Strategien? Vielleicht kann ich was dazu sagen. Ja. Ich komme aus den USA. Ich bin in Klimapolitik, Globalisierungspolitik seit 30 Jahren. Und hier in Deutschland finde ich nicht mehr in eurer Generation, beziehungsweise ich lehre an der Uni, also mehr gemeinsam mit meinen Studis als Leute in meinem Alter. Und mir begegnet oft dieses so alte Ökos, altlinken, altbackene Esoteriker, wo, also ich verstehe die Gendersprache nicht als Mensch, der Deutsch gelernt hat, als Erwachsenen. Das ist wirklich ein Hindernis für mich. Weil es ändert sich auch und ich weiß nicht wann und ich bin manchmal sehr verunsichert, muss ich ehrlich sagen. Aber es gibt Leute, die sagen, ah, cool, ne, brauchen wir nicht. Oder ich bin Ärztin, ne, nicht Arzt. Und
gerade meine Generation und ein bisschen älter, ich bin bei Extinction Rebellion, da sind ein paar sehr, sehr fitte und sehr radikale Leute da. Und wir kommen dann oft in Gespräche mit Gleichaltrigen, so 40- bis 60-Jährigen, und hören das irgendwie, ja, Frauen sind Frauen, Männer sind Männer. Ich bin persönlich queer, also das ist dann, was ist dann, wie kann man mit Ökofeminismus, mit diesen Ideen so eine Brücke bauen zwischen Intersektionalität, was ich kapiere, aber Leute in meinem Alter nicht unbedingt. Versteht ihr, was ich meine? Also die Sprache ist ein Teil davon, aber dieses Konzept ist viele, glaube ich, fremd. Also, ich fange mal eben kurz an. Also, ich glaube, dass natürlich, wenn es so jetzt, habe ich bei dir so rausgehört, im Freundinnenkreis oder im Bekanntenkreis ist, dann ist natürlich reden und erklären und hast du nicht gesehen. Ich finde aber auch immer, es ist nicht unsere Aufgabe als queere Menschen oder als Frauen, immer allen anderen tausendmal alles zu erklären. Also den Schritt müssen die auch irgendwie irgendwann selber gehen. Und ich finde es auch in Ordnung, Leuten vor den Kopf zu stoßen. Also ich glaube auch, dass es da unterschiedliche Rollen gibt sozusagen. Und mich, ich finde es inspirierend, wenn Menschen vorangehen und das einfach machen und dann gibt es sicherlich auch Rollen, die vermittelnder sind oder sein sollten und müssen, aber ich glaube, dass man da auch seinen eigenen Weg finden muss und sich da auch nicht aufreiben sollte und sich kaputt machen sollte, also immer auch Self-Care und auf sich Acht geben und so, aber vor allem, glaube ich, ist es wichtig, das einfach zu machen und durchzuziehen und ich glaube, dass viele das, auch wenn sie es nicht zugeben, mitnehmen und sich vielleicht mittelfristig da mal Gedanken drüber machen. Denke ich auch, also man muss manchmal ein Rollenbild sein. Ich denke an, ich bewundere immer noch Angela Davis. Und habe gerade so ein Webinar gesehen, wie sie mit vielen jungen Black Lives Matter Aktivisten mitredet, vorträgt und habe gedacht so, boah, sie muss echt so frustriert sein, dass es jetzt erst kommt, wenn sie 75 ist. Aber sie macht einfach ihr Ding, sie macht das einfach und das sind die guten Rollenbilder. Ich finde, Greta Thunberg ist für mich ein Rollenbild auch. Und ja, man muss einfach so unerschrocken, so wie du sagst, auf dich aufpassen und es immer wieder ansprechen, das immer wieder leben auch. Dankeschön. Ja, wir haben ja noch ein paar spannende Fragen in unserem Chat. Leider ist die Zeit jetzt schon umgeschritten. Ich würde damit dann die Fragerunde sozusagen offiziell beenden. Und genau wie am Anfang schon angesprochen, wenn jetzt Students for Future noch ein bisschen was zu der ganzen Veranstaltungsreihe erzählen, genau, und dann ganz am Ende erzählt Renate noch ein bisschen was zu Frauenseiten. Genau. Okay, danke schön. Wir können meinetwegen auch tauschen, dass Renate erst was zu Frauenseiten erzählt und wir dann quasi den Abschluss machen und sagen, was nächste Woche drankommt, wenn es okay ist. Ist voll okay, kann ich auch machen. Ist doch okay. Es geht ja auch ganz, ganz leicht. Also wir freuen uns, dass wir zusammen mit euch diese Online-Veranstaltung, ich will immer nicht Webinar sagen, weil es irgendwie ein geschützter Begriff ist und man schon selber denke, nur wenn wir das hier sagen, dann kommt schon die Anwältin oder der Anwalt und sagt irgendwas. Genau, wir freuen uns mega, dass es geklappt hat, dass ihr alle auch Zeit hattet zu kommen, dass so viele dabei waren. Und genau, ich wollte einfach nur sagen, wir vielleicht kennen uns halt nicht alle, wir sind ein feministisches Blog gesehen, die Frauenseiten in Bremen. Findet ihr ganz leicht im Internet, seit 2003 online und es ist ein Blogazin, was über Freiwilligenarbeit funktioniert. Das heißt, es können
alle Interessierten mitmachen, schreiben und vielleicht auch nochmal für Anne interessant, unser Team ist ziemlich altersgemischt. Das heißt, ich hatte auch eben gerade so ein bisschen das Ding, ja, es gibt so ein paar Themen, da fühle ich mich als Ü40 dann, da darf ich dann noch mitmachen, auch wenn ich berufsjugendlich bin und wie verbinde ich das mit meinen anderen, ja, weiß ich nicht, Gruppen und so weiter, aber das ist auf jeden Fall so, dass wir da versuchen oder das einfach so ist, dass wir da ganz zumindest altersgemischt, kann ich schon mal so sagen, sind und dass man uns auch jederzeit anschreiben kann, um mal Artikel zu schreiben. Das hört sich jetzt total dolle an, wie ein Werbeblock, aber diese Verbindung heute mal zu Wissenschaft oder zu echtem Aktivismus, der jetzt über so, bei uns ist es ja eher das Schreiben hinausgeht, ist einfach ein total toller Brückenschlag, eine tolle Verbindung und das freut mich sehr, dass das alles so zusammenkommt, genau. Also schreibt uns gerne an und Pia wird ja den Beitrag dann zusammenstellen mit Literaturhinweisen und diesem Ganzen. Dann könnt ihr das euch nochmal im Internet anschauen. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu lang. Ich höre jetzt auch auf und gebe wieder zurück.